Also, Urlaub ist ja für die meisten Menschen Luxus. Was aber jetzt nicht heißt, dass sie einen Luxusurlaub brauchen. Sie wollen den Kopf frei bekommen, nette Menschen kennenlernen, neue Eindrücke sammeln, fremde Gerüche schnuppern, andere Perspektiven einnehmen, Sonne tanken und sind daher bei uns genau richtig, denn wir lieben es seit 35 Jahren und mehr, unseren Kunden diesen Luxus zu vermitteln. Wir heißen Ferntouristik, weil wir die Ferne lieben, auch wenn die Ferne oft schon hinter den Toren von Regensburg beginnen kann. All unsere Mitarbeiter sind wahre Urlaubsfreaks und jeder von uns bereist mindestens 3-mal im Jahr die verschiedensten Destinationen, um die besten Geheimtipps und die tollsten Angebote für unsere Kunden zu entdecken. Meine erste Fernreise war mit 19 Jahren Kenia. Lustig, mit einer Maschine vom African Safari Club umsteigen in Nairobi. Der Anlasser war kaputt, wir lagen dann alle auf dem Flugfeld rum. Und da habe ich dann das erste Mal also Tropen erlebt, mit Palmen, mit Strand, mit Affen, die da die Banane vom Teller klauen. Das war ein einmaliges Erlebnis und da habe ich dann gewusst, dass es absolut mein Beruf ist und dass ich dabei bleiben will. Das ist halt auch, glaube ich, unser Vorteil, weil wir fast jedes Zielgebiet kennen. Also wir haben die ganze Welt abgedeckt. Irgendeiner kennt es immer. Und wo hast du das schon? Es war auf einer Nilkreuzfahrt, das fällt mir gerade ein. Nach dem letzten Drink, wir waren alle ein bisschen bettschwer, sind in die Kabinen. Plötzlich standen alle wieder am Gang und ich denke, um Gottes Willen, was ist los? Schau auch rein, bin auch wieder raus. Sitzt im Bett ein Krokodil, von unseren Stewards aus Handtüchern gefertigt mit Sonnenbrille und alle sind natürlich schrecklich erschrocken. Und es war natürlich eine Riesengaudi, das war die Geschichte vom Krokodil vom Nil. Ich verreise so gerne, weil man so einfach am besten die verschiedenen Länder und Kulturen kennenlernen kann. Wenn man zum Beispiel in Indien über den Gewürzmarkt schlendert und die verschiedenen Gewürze riecht oder in Südafrika über die raue Haut des Elefanten streicht oder in Mexiko feurig scharfe Tortillas isst oder auf Mauritius am Strand den Sonnenuntergang genießt. Das ist für mich Urlaub.